Weihnachtliche Grüße von eurem Aquarianer. An diesem heutigen 11. Dezember möchten wir uns doch gerne einmal den Rotkopfsalmler genauer ansehen. Und was für Ansprüche dieser Fisch hat und wie man ihn halten sollte, das erfahren wir in diesem Video. Und zwar ist der Rotkopfsalmler auch bekannt als Hemigrammus bleheri und stammt ursprünglich aus dem nördlichen Südamerika. Unter anderem in Kolumbien und Brasilien ist er heimisch. Optisch denke ich, spricht der Name eigentlich schon für sich und ansonsten ist er auch eine sehr einzigartige Erscheinung durch den schönen roten Kopf, aber auch die gemusterte Schwanzflosse hebt er sich deutlich ab von anderen Fischen im Aquarium und ist meiner Ansicht nach ein sehr schöner Fisch, der bis zu 6 cm ausgewachsen erreichen kann. Wobei die Weibchen durchaus etwas fülliger werden können als die Männchen und so kann man sie unter anderem dann auch unterscheiden geschlechtlich. Ernähren tun sich diese Fische in ihrer Heimat durchaus von kleinen lebenden Organismen im Aquarium, aber hingegen könnte man dort eigentlich alles füttern, was man so als Fischfutter erhält. Da sind sie nicht sehr wählerisch und fressen eigentlich fast alles. Zum Beispiel auch Trockenfutter wäre gut geeignet. Zur Vergesellschaftung kann ich sagen, dass sie durchaus friedfertig sind und sich mit Fischen vergesellschaften lassen, die eine ähnliche Temperatur und auch, sagen wir mal, Wasserhärteskala verkraften können und den pH-Wert. Hier ist dieser bei 24 bis 28 Grad Celsius in der Temperatur und beim pH-Wert zwischen 5 und 7. Außerdem ist es ein Vorteil, wenn das Wasser etwas weicher und leicht sauer ist. Denn dann können die Rotkopfsalmler eine kräftigere Farbe entwickeln. Und so lassen sie sich eben gut vergesellschaften, beispielsweise mit Neonfischen, die ja auch eine ähnliche Größe erreichen und auch salmlerartig sind im weitesten Sinne. Ansonsten solltet ihr beim Aquarium darauf achten, dass ihr mindestens ein Volumen von 110 Litern oder mehr habt. Also ein Aquarium mit den Maßen ca. 80 x 40 x 40 cm würde da schon genügen. Aber auch hier gilt natürlich, mehr ist mehr. Denn mehr Raum bietet Fischen mehr Freude, um herumzuschwimmen. Eben auch aufgrund der Tatsache, dass es sich bei den Rotkopfsalmlern um Gruppenfische handelt, die gerne von 8 bis 10 Exemplaren in einer Gruppe mindestens gehalten werden dürfen. Denn dann fühlen sie sich wohl und je größer das Aquarium ist, desto größer kann auch die Gruppe dann werden. Und diese Fische können insgesamt sogar bis zu 8 Jahren alt werden, was doch auch schon fast Methusalem-artige Züge hat für Fische. Aber da haben wir ja auch schon den einen oder anderen hier im Aquarium-Adventskalender behandelt, der sogar noch älter werden kann. Zu guter Letzt kann ich noch darauf zu sprechen kommen, was man im Aquarium an Einrichtungen eventuell beachten könnte. Und zwar ist ein dunkler Bodengrund für einen schöneren Farbkontrast durchaus empfehlenswert. Ansonsten gerne sehr abwechslungsreich gestalten mit Wurzeln und vielen Pflanzen, sodass die Fische sich wohlfühlen können und auch an verschiedenen Stellen verstecken können. Aber man sollte auch ausreichend Schwimmraum ihnen bieten, damit sie auf jeden Fall alles geboten bekommen im Aquarium, was sie auch in ihrer Heimat in Südamerika finden können. Und damit würde ich mich auch schon wieder für dieses Video von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht auch Erfahrungen mit Rotkopfsalmlern habt oder noch Tipps zur Haltung von diesen. Würde mich und bestimmt auch die anderen Aquariumfreunde auf YouTube sehr interessieren. Und wenn ihr mich schon abonniert habt, solltet ihr nicht vergessen, die Glocke zu läuten, Klingeling, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Aquarianer.